Heute war ich für euch bei Deutschlandfunk in der Sendung Agenda. Weiter geht's mit der Deutschen Bahn AG, die doch in die Starlines kommt. Also insofern hat da das Warten ein Ende. Weiter geht's dann mit SAS. Die Kabine hat dort den Streik abgewendet, beziehungsweise auch das Cockpit. Swiss streicht Flüge, Global Entry Eingänge sind auch wieder möglich, ganz wichtig. World of Hyatt macht mehr Spaß und Finnair hat die Meilenwerte, die man bekommt, wenn man mit der American Airlines fliegt, erhöht. Lass uns direkt einsteigen. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Ganz wichtig, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, aber auch ein Like dazulassen. Kommentieren hatte ich. Kommentieren natürlich auch. Heute war ich eingeladen in die Sendung Agenda vom Deutschlandfunk. Da war das Thema lange Warten, Schlangen, genervte Passagiere. Was tun gegen das Chaos an deutschen Flughäfen? Nach 2 Jahren Corona-bedingter Abstinenz ist die Vorfreude auf Urlaub in diesem Sommer groß. Gerade bei Flugreisen schnellen die Buchungszahlen ja nach oben. Manche Reiseträume erleiden aber bereits am Flughafen einen Dämpfer, ich hätte gesagt Schiffbruch. Extreme Wartezeiten vor der Sicherheitskontrolle, Flugstreichung, Verspätungen und Suche nach verschwundenem Gepäck. Vielen deutschen Airports herrscht zurzeit Ärger. So die Einleitung bei der Sendung und der Text dazu. Ich habe für euch da die Stellung gehalten. Ihr könnt es euch angucken. Unten kommt der Link in die Shownotes natürlich rein für euch. Weiter geht es mit einem Thema, was viel wichtiger für uns ist. Und zwar heute gab es Softwareprobleme bei der deutschen Flugsicherung. Man hat den Flugverkehr eingeschränkt. Es gab da irgendwie eine neue Version oder Software, die aufgespielt worden ist. Damit war es zumindest dann sicher, dass es kein Hackerangriff war. Die Zentrale in Langen bei Frankfurt war beeinträchtigt und musste über mehrere Stunden die mögliche Verkehrsmenge um die Hälfte verringern. Damit sind Flüge natürlich noch zusätzlich storniert worden. Ab 9 Uhr ist der normale Betrieb wieder möglich gewesen, aber das dauert natürlich, weil sich sowas wie so Kaskaden und so weiter, ihr wisst ja, wie es ist, in der Aviation. Und das genaue Ausmaß der Verspätung, Umleitung gab es natürlich keine Angaben. Aber was man wissen muss, ist, dass das Center Langen die Flughäfen Düsseldorf, Köln, aber auch Frankfurt kontrolliert. Das Gebiet reicht wirklich von Kassel bis zum Bodensee. Nach unten geht dann weiter wieder hoch an der französischen Grenze und dann wieder bis nach Thüringen. Überflüge sind nicht betroffen. Also wenn man über den Luftraum drüber fliegt, weil das natürlich nicht Bestandteil ist von Langen, sondern Langen macht immer nur den unteren Luftraum und die Upper Flight Control, also die FAAs, die macht Karlsruhe. So viel dazu. Das nächste Thema, Lufthansa natürlich und die Starlines, aber das ist ja nichts Neues. Nein, neu ist die Bahn. Die Bahn ist als erstes Unternehmen außerhalb der Aviation bei Starlines Mitglied geworden. Am Mittwoch gibt es eine verbreitete Einladung, nachdem die DB und die Star Alliance am Montag in Frankfurt diese intermodale Partnerschaft vorstellen wollen. Vor 25 Jahren ist ja die Star Alliance gegründet worden unter der Führung der Lufthansa. Ja, ganz genau, die 5 Gründungsmitglieder und deshalb ja auch die 5 Diamanten. Mittlerweile sind 26 Fluggesellschaften Partner der Star Alliance, 50 internationale Drehkreuze gibt es, Büros betreibt das Bündnis ja in Frankfurt, wie wir alle wissen, oder aber auch Singapur neuerdings, ja ganz genau, also neuerdings ist ja auch schon wieder 2-3 Jahre her. Jetzt geht es aber weiter, diese Intermodalität, und das ist ja das, was der Chef von der Star Alliance, Jeffrey Goh, sagte, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Der DB-Vorstand Michael Petersen und Harry Hohmeister geben sich am Montag wohl das Stelleichein, weil sie da zusammenarbeiten. Jetzt kommt natürlich die Frage, kann ich als Lufthansa Horncircle Senator bei der Bahn diese Bahnservices dann nutzen? Komme ich dann vielleicht in die First Class Lounge rein, aka Premium Lounges bei der Bahn? Das sind Fragen. Oder kann ich meinen Senator bei der Bahn erfahren? Weil im Moment beim Horn ist es ja so, dass es ja limitiert ist. Das heißt also, dass der Horn Circle ja nur 100.000 Meilen bekommen kann oder angerechnet bekommen kann,
wenn man mit der Bahn fährt. Ich würde das begrüßen, wenn man das so ein bisschen ändern würde. Fände ich auch sehr spannend. Ob es überhaupt Statusmeilen gibt oder ob einfach nur der Status anerkannt wird. Komme ich mit einer Platin-Karte von der Deutschen Bank in die Senator-Lounge? Ist das die Honnenkarte? Vielleicht komme ich in die FTL, in die First Class Terminals. Also ganz, ganz ehrlich, an dieser Stelle sind mehr Fragezeichen als Antworten, die ich euch geben kann, aber es bleiben spannende Zeiten und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde auch bei allem Bahnbashing das eine sehr geile Idee. Warum? Ganz einfach, weil Intermodalität wird immer wichtiger. Und hey, ich bin der größte Hater der Bahn, aber ich fahre mittlerweile auch Bahn, gerade Strecken wie München, Berlin, Berlin, München, Berlin, Hamburg, wo man auch um die Bahn nicht rumkommt. Warum? Ganz einfach, weil die Bahn besser ist. Wenn ich in München in der Innenstadt bin, warum fliege ich da nach Berlin? Also macht keinen Sinn. Preislich wäre es teilweise vielleicht sogar besser, mit der Bahn zu fahren. Entschuldigung, mit dem Flugzeug zu fliegen, als mit der Bahn zu fahren. Aber die Bahn muss hier wirklich halt mehr Resilienz aufbauen, heißt also mehr Verbindung und so weiter. Dann macht es Sinn. Also, ganz, ganz wichtig. Weiter geht es dann natürlich mit dem nächsten Thema. Das ist Lufthansa-Ärger. Wir hatten ja darüber berichtet, dass die Swiss Lufthansa-Personal bekommt. Das waren, glaube ich, 9 Monate, 70 Personen, so ungefähr war das. Die sollten ja dann auch in Lufthansa-Uniformen gehen. Und ab Juli sollte das Ganze starten. Freitag übrigens, heute ist Mittwoch. Freitag kommt übrigens auch die 9-Meilen-Schnäppchen. Ich habe sie schon. Also merkt euch, Freitagmorgen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass das Personal da halt nicht happy ist. Die Schweizer Airline stellt ihnen ja ein Zimmer zur Verfügung. Dann gibt es halt auch zusätzliche Aufwendungen von 500 Stutz. Das sind auch irgendwie so 400 paar kaputte Euro. Das ist aber auf jeden Fall nicht wirklich so klar, ob diese Personalgeschichte passiert. Diese Rotation, warum? Ganz einfach. Weil es unfair ist. Planer merken natürlich, weil das Personal auf Zahnfleisch geht und sich auch krank meldet, dass einige auch Sonderurlaub haben wollen, also unbezahlten Sonderurlaub. Und dann ist das halt einfach so, dass es den nicht gibt. Warum? Weil die natürlich Personalengpässe haben. Und dass man Personal abgibt, obwohl bei einer Lufthansa links, rechts und in der Mitte und überall, ich nenne es im Englischen immer left, right and center, fehlt, ist das einfach so, dass das nicht geht. Man kann halt auch die Crews nicht immer permanent mit Minimum-Crews fliegen lassen, auch wenn das halt rechtlich möglich ist, weil die halt wirklich da am Zahnfleisch gehen, wie ich es eben zitierte. Also ich glaube einfach noch, dass der Betriebsrat da vielleicht ein Wort mitzureden hat und natürlich die Swiss auch ärgerlich ist, weil da mehr Knete ist als für die normalen Passagiere. Ich kann beide Seiten verstehen. Also insofern schauen wir uns mal das Ganze an, wie es ist. Wo es dann auch wieder Probleme gab beim Personal, war die SAS, nicht nur wie bei der Swiss. Da hieß es ja gestern, man tritt in den Streik. Ich hatte das ja auch in der SAS-Gruppe nochmal gesagt. Ist halt wirklich im letzten Moment aufgeschoben worden. Die Schlichtung wird um weitere 72 Stunden verlängert. Das hat man in der Nacht zum Mittwoch mitgeteilt. Und die Schwedische Pilotenvereinigung, die ursprünglich für Mittwoch angekündigten Streik organisieren wollte, hat ihn dann auf Samstag verschoben. Der Streik hätte angeblich rund 900 Piloten um Mitternacht beginnen sollen. Man sieht eventuell da Licht am Horizont, dass es da eine Einigung gibt. Der Streik kann nur vermieden werden, und das sagen die Gewerkschaften, wenn SAS wirklich den Will hat, sich zu einigen. Und man muss halt da den Piloten halt entgegenkommen. Und natürlich ist es für die SAS eine Unzeit, dass es einen Streik gibt. Warum? Den geht es natürlich schon wie immer mit dem Arsch auf Grundeis. Und man muss halt einfach auch sehen, dass die in Oslo, weil Oslo ist ja ausgetreten, aber dass gerade Schweden und Dänemark halt da auch nicht mehr so viel Geld als Länder geben. Ich glaube, Schweden gar nicht mehr und Dänemark gibt noch ein bisschen Geld. Aber man muss halt einfach gucken, dass man keine 20.000 bis 30.000 Passagiere jetzt gerade in der heutigen Zeit da weiter, ja, von ihrem Urlaub abhält. Also schauen wir einfach mal nach, was es da weiter gibt. Und ich hoffe, dass es da zu einer gütlichen Einigung kommt. Bei der Lufthansa gibt es ja vielleicht auch noch einen Streik, wir wissen es ja alle nicht. Weil da ist ja auch nochmal was los.
gerade noch drüber gesprochen bei der Lufthansa und bei der Swiss, aber Swiss streicht hunderte Flüge bis zum Ende des Jahres. Und zwar, man muss halt einfach sehen, dass die Systeme im Anschlag operieren. Und weil man halt Personalengpässe hat und auch Streiks hat, muss man da halt wirklich das Angebot von August bis Oktober um 676 Flüge reduzieren. Bereits im April und Juni hatte das natürlich auch andere Unternehmen angekündigt, selbst die Austrian, die ja zuerst sagte, wir müssen nicht, die passen auch an, ganz einfach. Von 31.414 von August bis Oktober geplanten Flügen entfallen 676 aus Zürich und Genf und auch Langstrecken werden betroffen sein, ganz wichtig. Und gerade das System, was halt in Europa vorherrscht, ist halt sehr, sehr komplex. Und Dieter Frank sagt, er bedauert es natürlich, dass es jetzt so ist, aber die Personalplanungen zeigen das Ganze, dass es leider so sein wird. Das nächste Thema, was in meinen Augen zu wenig beleuchtet wird teilweise, ist Global Entry. Global Entry ist für mich etwas, wo ich in Amerika wirklich wie a breeze durch kann. Mein Rekord ist von Landung bis zum Taxi, okay, es war Jamaica Station im Zug in New York, keine 15 Minuten. War, glaube ich, sogar eher bei 10 als bei 15. Also schneller geht es wirklich nicht. Ich habe auch kein Gepäck gehabt. Das war wirklich nur Handgepäck rein, raus, Mickey Mouse. Und das ist halt sehr, sehr gut. Auch in Los Angeles, als ich dieses Jahr war, einfach drauf, Ende aus. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass das Programm jetzt auch wieder geöffnet hat für Leute aus den Niederlanden zum Beispiel. Global Entry kostet $100, gilt 5 Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es ist halt wirklich für Staatsangehörige aus Argentinien, Brasilien, Indien, Kolumbien, England, Deutschland, Niederlande, Panama, Singapur, Südkorea, aber auch der Schweiz und Taiwan wichtig. Und wie könnt ihr denn dafür einen Apply machen? Ihr geht so wie ich dann zum Bundespolizei, fast gesagt Bundesgrenzschutz, geht dahin, holt euch diesen Zettel ab. Wenn ihr die Nummer bekommen habt, nachdem ihr euch auf der Webseite angemeldet habt, die Knete überwiesen habt, dann gibt es ein Gespräch. Zur Erneuerung müsst ihr auch wieder zur Bundespolizei, müsst euch auch diese Nummer holen, dass gegen euch nichts vorliegt. Und dann geht das weiter. Also ich kann es nur jedem empfehlen und sagen, tut es. Und gerade wenn man in den USA mehrfach ist pro Jahr, dann macht das durchaus Sinn. Und für alle Kunden, die bei mir eine Firma in den USA geholt haben, um amerikanische Kreditkarten zu kriegen, könnt ihr euch auch an uns wenden, wenn ihr eine amerikanische Kreditkarte haben wollt. Den habe ich alle direkt Global Entry verkauft. Warum? Weil sie bei den amerikanischen Kreditkarten sogar meistens mit dabei ist. Ja, die bezahlt ihnen American Express die $100. Ist auch TSA Pre mit dabei. TSA Pre heißt, dass man da auf den Flügen dann die Security Lines benutzen kann, wo man sein Gepäck nicht mehr rausholen muss, also seinen Computer und so weiter. Und man geht durch den Torbogen anstatt durch den Nacometer. Finde ich auch irgendwie angenehmer, weil dann ist man schneller durch, weniger Stress, zack, 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 danke, tschüss. Sollten wir übrigens in Deutschland anführen, habe ich übrigens auch im Interview gesagt, auf dem Deutschlandradio, Deutschlandfunk. Ich glaube, es ist dasselbe, ne? Es ist so warm, ich muss da einmal kurz nachtanken. Hyatt. Hyatt gibt nochmal 20% Rabatt auf die Independent Collection. Und zwar vom 5. Juli bis zum 5. September. Diese Promotion gilt für die Hotels zum Beispiel Jean de Vivre. Das sind halt diese Independent Collections des Weiteren. Und da gibt es natürlich dann übrigens Jean de Vivre Destination bei Hyatt und Unbound. Das sind die drei, die muss ich noch sagen. Und dann natürlich auch die Kreditkarten, da wieder natürlich mit einem Vorteil. Wenn man da jetzt das mit den Kreditkarten benutzt, kriegt man da halt wirklich den Vorteil. Damit hat man halt wirklich einen Rabatt von bis zu 30.000 Punkten pro Transaktion. Man bekommt 20% Bonus back, also Bonuspunkte back, zurück auf qualifizierende Redemptions. Und diese Independent Collection Brands müssen halt zwischen dem 5. und dem 5. Juli und 5. September konsumiert werden, wie das so heißt. Und ihr müsst euch bis zum 31. Juli anmelden und bis dahin die Karte haben. Wird wahrscheinlich bei den meisten jetzt nicht klappen, wenn ihr euch eine Firma in den USA zulegen wollt. Aber das ist ein Vorteil, den ihr habt, wenn ihr so eine Kreditkarte habt in den USA. Ich sag's nochmal, sprecht mich drauf an. Letztes Thema, das ist hier wie ein Zug. Das geht hier rucki-zucki. Ich versuche die 20 Minuten wieder nicht zu knacken. American Airlines hat die Earnings auf
Finnair und Qatar Airways Enhanced, wie das so schön heißt. Und heißt, dass man vom 1. Mai und vom 1. Juni bekommt man da halt Tierbonus-Points auf beiden Fluggesellschaften und kann da auch den Oneworld Sapphire und Emirates Benefits bekommen. Ganz, ganz wichtig. Wenn man sich das Ganze anschaut, dann ist das halt so, dass früher gab es in der First Class zum Beispiel 100% Base Mile und dann 200% Kabinenmeilen und so weiter. Das ist alles so beigeblieben, bei der Qatar Airways übrigens auch. Und wenn man sich dann das Fazit ist, die Meilen, die man bekommt, also die Statuspunkte, die man bekommt, auf Business und First Class Fare, die von diesen Fluggesellschaften vermarktet werden. Und natürlich macht es jetzt auch mehr Sinn, diese sich kreditieren zu lassen auf American Airlines als auf anderen Programmen. Also eine positive Wendung. Und ich muss wirklich gucken, dass ich unter 20 Minuten bleibe. Bin ich auch geblieben, sind keine 17, glaube ich. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff und der heutigen Sendung. Natürlich wie immer gewogen bleiben durch ein Like oder einen Kommentar, abonnieren, Glocke an, ihr kennt das schon. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich muss mich abkühlen, muss meine englische Sendung aufnehmen und dann bis morgen in Alter und in Frische und ich freue mich. Bis dann, ciao.